So, ich grüße euch. So, heute habe ich mir mal gedacht, ich mache mal wieder ein Video über Rust-Skins, weil jetzt haben sie sich das endlich mal zu Herzen genommen. Und es gibt endlich Double-Door-Rust-Skins. Das ist ja mal episch, das muss ich ja mal sagen. Aber wir fangen erstmal hier mit der Poseidon SAR, die ja gut. Ich weiß nicht. Also 3,50 € würde ich jetzt dafür nicht ausgeben. SAR gehen sowieso nicht so gut. Night Sky Hammer. Okay, der Hammer. Der sieht auf jeden Fall. Naja, sieht ziemlich scheiße aus. Aber ich weiß nicht. Leuchtet der vielleicht noch nachts? Das wäre noch ein bisschen epischer. 1,75 €. Den werde ich mir auf jeden Fall mal abgreifen. Vampire Bow. Vampirbogen. Ich weiß nicht, wie Bogen so gehandelt werden, aber ich glaube nicht so gut. Er sieht ganz nice aus, aber er ist mir ein bisschen zu lila. So, was haben wir denn hier? Sheet Metal Double Door. Endlich, Jungs, ey. Global Freight Company. Okay, der sieht. Oh, sieht schon edel aus, das Ding. 1,30 € könnte man ausgeben, ist jetzt nicht so meins. Also ich werde mir eher das hier holen. Die Ambulance Door. Ja, die werde ich mir auf jeden Fall. Ach nee, den habe ich mir schon geholt, okay. Und Armored Double Door. Armored Double Door brauche ich nicht, weil ich Solo-Player bin und ja, außerdem ist die nicht so besonders. Aber die Holz Double Door habe ich mir noch mitgenommen. Die Wind King Wooden Double Door. Sie sieht eigentlich scheiße aus, aber es ist nur die einzige, die da ist. Und deswegen. Naja. Ich werde sie als nächstes abstoßen. Und was gibt es hier noch? Eine Shippy Crate. Okay, die sieht mega scheiße aus. Keine Ahnung, wer die designt hat. Auf jeden Fall sieht die echt kacke aus. Also die würde ich in 1000 Jahren nicht nehmen. Guti, das war's auch schon mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da oder ähnliches. Bis denn dann. Ciao.